Hallo und herzlich willkommen hier zum weiteren Folge hier vom Arsch. Jetzt fahren wir unsere neue Errungenschaft zum Hof. Bereit zur Ernte für, ja, für Stroh. Das haben wir mal in Trecke. Ey, da sprichst du was in mir. Ja, eben ein Mod vor langer Zeit mal auf. Ja, rausgenommen. Und heute wird er aber genutzt, ne? So wie das Paket von Pöttiger, ne? Sammelwagen. Perfekt, ne? Nochmal. Einmal ein, Ende. Und nochmal starten. Willkommen in Ihrem Fenster. ich finde das bombastisch. Willkommen in Ihrem Fendt. Ja. Wir fahren jetzt zum Hof, wo die ganzen anderen Fahrzeuge stehen. Der macht 63, das ist perfekt. Wahnsinn, willkommen in Ihrem Fendt. Also ich finde sowas toll, dass sowas geht, ne? Dass sowas jemand kann. Ne? Das ist alles kostenlos, muss man dazu sagen. Also dickes Lob an alle Modder, die sich die Mühe machen, was zu kreieren, sag mal so. Auch wenn das immer so ein, zwei, drei dabei sind, die es nicht zu 100% hinbekommen. Ich meine, das kann ich, naja, gut, dann muss man halt den Mod wieder rausnehmen, aber deswegen meckern, nur weil es versucht haben. Ne? Ja, gut. Alles ist doch kein Meister vom Himmel gefallen, ne? Also darum sagen wir, das ist mal richtig schön. Schön Traktor und schön Sammelwagen, ne? Hier Messerschärfen übrigens, ne? Das geht automatisch, wenn man es will. Muss es nur einschalten irgendwie. Also die Funktion geht automatisch. Sobald man, ja gut, mach mal aus, ne? Diesel ist voll. Das ist schon schön. Gut. Also Stroh kann gemacht werden und die Ernte für Weizen und für Gerste. Also einer steht dabei Feld Nummer 3 und der andere hier links. Da links. Dann holen wir noch einen zweiten hinzu, einen dritten. Und der Fan kann ja auch sehr gut flügen, ne, von der Reizung her. Ne? Dann können wir uns an den kleinen flügen. So hier, ja genug. Hackschnitzel, das ist wohl alle, ne? Fahren wir weg, abladen. Tschüss. Einmal Silage, dann haben wir gleich wieder zwei Fahrzeuge frei. Da ist Steinweg und da ist unser Drescher. Denn sobald es losgeht mit dem Wetter, können wir das starten. So, hier haben wir keins dran. Wollte ich mit reinfahren mit Maisgebiss, aber da war das zu schmal. Und ich wollte mir hier nicht reinzwängen und später wieder rauskriegen Probleme. Deswegen habe ich da gleich gesagt, okay, dann fährst du separat. So, vollgetankt. Ja, wie es gehört, ne? Startklar von nächsten Saison. Ich meine, wie gesagt, in der LM wird es vielleicht nicht so sein, keine Ahnung. Weil, naja, es kostet ja auch alles Geld, ne? Und so ein Tank ist nicht gerade wenig. Den fahren wir auch Richtung anderen Heckdrescher. Und zwar, wenn wir dann Feld 2 und Feld 15 anfangen, Weizen. Und Feld Nummer 3. Feld Nummer 3 müssten wir alle mit 3 Fahrzeugen abfahren. Also, obwohl einer reicht auch, das wollte ich ja nicht, ne? So, gleich mal vorne aus dem Maul nehmen, ne? Gleich werde ich die Räder dreckig geworden, ne? So, gut, einklappen, fertig, Räder hoch, passt. Das wäre das.
Jo. Ernte ist weit vorbereitet jetzt, ne? 12 Uhr. Überlegen, was machen wir jetzt Schönes? Ich werde mir noch einen zweiten Traktor kaufen. Und dann werden wir uns beschäftigen mit Stumpenbläsen. So, ein, zwei, drei, eine, maximal eine. Und dazu gehen wir gleich zum Baumarkt. Baumarkt ist ja schon, ne? Händler, ne? Was sagt der Ertrag hier? Reif? Im Wachstum, ja gut. So. Gucken wir hier mal kurz rein. Das mache ich über Dings hier, über... Da schon. Na. Wir wollen mein Dings hier von Amazon. Das kostet mir jetzt nichts extra. Ich habe am Freitag gestreamt. Da ich ja selber streame, kann ich selber nicht gucken. Naja, so schön. Gut, Händler. Das kaufen wir noch schönes ein. Wir kaufen heute ein. Noch einen Traktor. Ich fand den Fan zu schön. Wir nehmen jetzt mal eine andere Variante. Ja, falls ihr Interesse habt, ist der Case. Das glaube ich, derselbe Modder, glaube ich. Dass diese Agro oder Agro, ja, Agro, keine, ja, Tausender Serie, ne? Das ist ja Original, ne? Und hier kann man sich ein bisschen die Marke ändern. Agrofan Silber Grau Spezial, ne, zum Beispiel, ne? Oder hier Force Maschinen, ne? Aber Force wollen wir ja nicht machen, ne? Wollen wir nicht, also nicht hauptsächlich, nur so nebenbei. Die stärkste Motorausführung. Fans, Akku, Fans Silber Grau, Spezial, war das Spezial anders? Kann er mal testen, ne? Noch für Tester mieten müssen. Also haben wir eine andere Farbe dabei, ne? So. Dann fahren wir Richtung Forst. Da haben wir unsere Fräse. Willkommen in Ihrem Feld. Oh, wie fein. Ich hätte den Reifen noch breit machen können. Also wir fahren ja nicht langsam hier, ne? Alle bremst gut. Ja, schöne Aussicht, also, ne? Spiegel. Gut, die können ein bisschen höher sein, ne? Also der guckt schon Spiegel, ne? Aber nach vorne, gute Sicht. Ist nicht zu hoch, nicht zu tief. Das passt genau. Lenkung ist auch gut. Hat kein Spiel, ne? Geht immer frei. Das funktioniert. Und fällt geradeaus, das ist gut. So. Jetzt geht's. Ah, Hopfen muss dann, naja, damit Hopfen morgen, bestimmt. Reif zum Düngen sein, ne? Das sehe ich kommen. Also das Gras war noch nicht gewachsen, war noch nicht abgeerntet. Das muss einmal wachsen, dann kann man es auch entsprechend düngen. Einmal. Normalerweise muss die Fräse beim Forst sein. Ein paar Bäume habe ich noch an diesem weg, die habe ich weggefahren. Die habe ich letztes Mal beim Livestream weggefahren. Wer dabei war, war's, weiß es. Und hier war noch was mit Verkauf. Ah, jetzt weiß ich, was los war. Das habe ich noch vergessen. Das machen wir gleich. Ja. Der nimmt ja nicht alles an, der Heizkraftwerk. Also geht's immer zum Bahnhof. Und da gibt es garantiert Bedarf für
Holzpalast, ne? Den Rest, was der Bahnhof nicht haben will, dann wird hier wieder herfahren. Muss ich beim nächsten Mal darauf achten, beim Aufladen, dass wir nur eine Sorte haben. Jetzt drei Sorten im Prinzip, das ist nicht so praktisch. Da müssten wir uns ein Großlager anschaffen. Ja. Würde ich aber im Grunde nicht, weil. Ist wieder extra Arbeit, ne? Und da haben wir eh keine Zeit für. Und da muss auch finanziert werden. Haben wir mal nicht. Im Grunde brauchen wir noch einen dritten Sammelwagen für Stroh. Kurz- oder langfristig, ne? Wir haben ja viel Stroh auf dem Feld. Wenn wir drei Drescher haben, auch drei Felder, können wir auch entsprechend Stroh sammeln. Ne? Bahnhof, 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 nächste Kreuzung. Denn das wäre Quatsch. Ja, Regen wäre gar nicht gut, ne? Dann wäre bald Ballen pressen. Könnte man auch noch machen, ne? Bei den ganz großen Fällen, also vielleicht auch die nach Holland nehmen, die gehen ziemlich schnell. Aber wie gesagt, das ist noch nicht so ganz so. So, wir fahren mal rauf. Bin nicht ganz sicher, ob er alles nimmt, ne? Wenn er alles nimmt, ist gut, wenn nicht, dann Pech. Im Grunde will ich ja nur das verkaufen, was ich hier verkaufen kann, ne? Gut, dann mal stehen. Da gehen wir zum Traktor, ne? Schönen neuen Traktor. Willkommen im Fan. Das fällt sich richtig bombastisch. So, wo haben wir das jetzt hier? Viel. Da. Das nimmt er nicht an. Ob das Original auch so ist? Oder hat es jemand Freundliches draufgesprochen? Könnte ja auch sein, ne? Eine nette Stimme. So, unser Wald wächst auch schon. Aber die alten Stumpen müssen weg. Denn die werden irgendwann mal stören. Wir haben hier die Pflanzmaschine. Ach, da ist er. Alles da. Ah, das war ja unser Dings hier. Unser Häckselgut. Oder Hackschnitzel oder so. Pellets. Heizpellets. Stroh, Heu und eine Gelumpe. So. Sind wir doch wieder da. Ist offen. Nehmen wir die ganzen Stumpen hier weg. Mal gucken, dass ich das nächste Mal eine Breitreifen kriege. So viele Stumpen haben wir hier. Das geht gut, ne? Wir müssen im nächsten Jahr, können wir gleich mal gucken, wir haben hier so eine Maschine gekauft, ein neues Mod genommen von ModHub, Forst, Ladewagen, hier, das ist der neue, der kann nämlich, wieso geht das jetzt nicht,
Ja, Bäume pflanzen, ne? Zum Beispiel, ne? Ah, das machen wir später. Ach, hier geht er noch mit zu. Ach so. Das sind beide dazu. Da kann man im Prinzip drei nebeneinander pflanzen, ne? Passt, ne? Pappeln vor allem. Aktuell haben wir kein Feld frei. Für Pappeln. Eins haben wir ja schon. Aber das. Muss man wachsen. Und hier wollte ich keine Farbe lassen. Die soll nächstes Jahr die nächsten fünf Bäume gepflanzt werden. 200 Stück. 200 Stück pro Jahr. Also ich im Winter um die 200 Stück immer ernten kann. Ne? Hoffe, sie werden auch schön groß. Nicht so dicht gepflanzt haben, ne? Dann wäre es ungünstig, ne? Dann wären es höchstens Hackel zu werden. Ja, liebes Show, das soll es jetzt für heute auch gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag ich mal Tschüss und Winke Winke. Ja, morgen geht's hier weiter. Marsch. Naja, gut, heute mal weiter mit dem Forst im Nacharbeiten, ne? Bevor es richtig losgeht mit der Ernte. Tschüss, ciao, bis dann und tschüss. Und wie gesagt, fürs Reinschauen. Bis dann und tschüss.